Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Telestammtisches und zu dieser speziellen Folge. Willkommen bei der Telestammtische Weltreise. Was das ist, fragt ihr euch bestimmt. Und zwar haben wir uns entschieden, uns mal Länder anzusehen, die jetzt nicht unbedingt Amerika sind, und uns mal Filme anzuschauen, die vielleicht unter dem Radar laufen oder unter dem Radar gelaufen sind. Dies bedeutet, wir werden uns ein bisschen mit der jeweiligen Filmgeschichte auseinandersetzen und dann heute sind es sechs Filme, im Detail besprechen. Das erste Land dieser Episode ist China und mit dabei habe ich den Paul. Hallo. Und den Sven. Hallo. Und es sind sogar 9 Filme. 9 Filme, stimmt. Ehrlich? Ja, 9. Ja, jeder 3. Ja, 9 Filme. Genau, wir sprechen heute über 9 verschiedene Filme im Detail, werden natürlich hier und dort noch andere Filme erwähnen. Und das Ganze wird dann so ablaufen, dass ich gleich erstmal eine kleine Einleitung machen werde, ein bisschen die Geschichte nennen werde. Und als Disclaimer, weil China, das ist natürlich ein bisschen komplizierter, muss man sagen, werden wir auch die Länder Taiwan und Hongkong werden wir auch mit einbeziehen. Wir wissen, dass das politisch vielleicht ein bisschen schwierig sein könnte, aber wir sind jetzt heute nur hier, um über Filme sprechen zu wollen und jetzt so wenig wie möglich auf das Politische eingehen zu wollen, weil das ist einfach nicht das, was wir erreichen wollen. Wir wollen keine politische Diskussion starten, wir wollen einfach nur über Filme reden. Und deswegen seid euch bewusst, dass wir uns bewusst sind, wie die politische Lage heute und damals aussah, und es wird auch schwer sein, drum rumzukommen, weil die Filmgeschichte auch sehr politisch geprägt ist, aber wir werden versuchen, das so einfach wie möglich zu halten. Dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit der kurzen Geschichte. Das Ganze in der chinesischen Filmgeschichte sieht das so aus, dass man die in verschiedenen Generationen einteilen kann quasi. Und wir werden ins Detail gehen bis Generation 6. Und im Endeffekt werden dann die Filme, über die wir heute sprechen werden, werden sich so im Großteil in der 5. und der 6. Generation befinden. Man kann sagen, dass die ersten beiden Generationen bis 1949 sind. Das bedeutet bis vor der Revolution quasi und bis dann die Volksrepublik China entstand. Ist. Das Ganze hat davor halt so ausgesehen, dass das Kino ganz zu Beginn eigentlich nur ausländische Einflüsse hatte, sprich Deutschland, Japan und Amerika haben eigentlich ihre Filme einfach nur nach China gebracht oder Filme dort produziert. Dann gab es ab 1915 die erste komplett chinesische Filmfirma, die dann auch 1-2 Filme gemacht haben. Der erste Film, der erste komplett chinesische Film, der jemals produziert worden ist, heißt Wrong Ghosts in an Opium Den, der allerdings verschollen ist. Und der erste Film, den man sich heute noch anschauen kann, heißt Romance of a Food Peddler, der von der gleichen Firma ist. Genau, und das Ganze ist halt ein bisschen schwieriger gewesen, weil die Wirtschaft nicht so solide war in China zu der Zeit. So hatte man zum Beispiel 1920 120 Produktionsfirmen, ein Jahr später waren es nur noch 12 und zum Beispiel die erste Firma gab es dann auch schon nicht mehr. Dann haben wir die 3. Generation, die dann von 1949 bis 1966 ist. Das kann man dann politisch, ist das dann die Zeit, in der China quasi ihre Kraft zurückerlangt hat und dann stark kommunistisch geprägt wurde. Und da waren die Filme dann eigentlich alle vom Staat finanziert und auch reguliert. Und so hatte man eigentlich großteils nur Propagandafilme. Und dann hatte man bis 66 quasi 10 Produktionsfirmen und eine Animationsfirma. Und da sind dann halt so Filme rausgekommen wie, da hatten wir dann Filme, die hießen dann Das Rote Frauenbataillon oder Der Osten ist Rot, wo die Titel dann schon ziemlich schnell deutlich machen, dass es hier jetzt nicht unbedingt eine objektive Betrachtung der Dinge ist. Genau, und dann zum Beispiel als Animationsfilm haben wir als Beispiel dann noch Der Affengott, den gibt es tatsächlich komplett auf YouTube anzusehen und der sieht gar nicht mal so optisch, gar nicht mal so blöd aus, sag ich mal. Der Affengott, genau. Habe ich noch nie von gehört, okay. Ich auch nicht, tatsächlich auch nicht. Ich habe dann das halt mal bei YouTube auf eingegeben, man muss allerdings, glaube ich, Problem ist, man muss halt quasi den chinesischen Titel eingeben und dann hat man den Film auch auf Chinesisch. Das war halt, deswegen habe ich mir den jetzt auch nicht irgendwie komplett angeschaut. Also auch ohne Untertitel. Ja, genau. Ja, muss ich das, wenn mal einen Untertitel setzen. Ja, oder man muss halt Chinesisch lernen, mal schauen. Ich kenne den Affengott nur aus Jackie Chan Filmen. Dann kam halt ab 1966 die Kulturrevolution in China und so war dann von 66 bis 72 die Filmlandschaft komplett lahmgelegt. Es wurde nichts produziert, es wurden nur hier und dort mal Opern aufgenommen. Und ab
72 ging es dann wieder los, das nennt man dann vierte Generation, da sind wir dann in der vierten Generation, ging es dann langsam los, dass der Film sich modernisiert hat in China, da wurden dann solche Wound- und Scar-Filme produziert, die dann quasi sich kritisch mit der Zeit beschäftigen, vor allem mit der Kulturrevolution und mit gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten. Genau, und dann ging das auch das erste Mal tatsächlich los, so im Jahr 1978, dass Film unabhängig von politischen Aspekten gesehen worden ist und als eigenständiges Werk oder eigenständiges Werkzeug zum Werkschaffen gesehen worden ist. 1987 war das Ganze dann quasi komplett abgeschlossen. Da haben dann Studios die komplette Verantwortung übernommen und auch eigenes Geld in die Hand genommen, um halt Filme zu produzieren, die auch kommerziell wirksam sind und auch für die westliche Welt geeignet sind. Das sind wir dann so ab 1984 bis so an den Anfang der 90ern ist das dann die fünfte Generation. Und dann ab 1990 kann man sagen, das ist dann die sechste Generation. Das sind dann sehr kritische Filme oft gewesen, die sich dann kritisch mit der gesamten Zeit und auch kritisch mit der chinesischen Politik auseinandergesetzt haben. Genau, das ist so der grobe chinesische Hintergrund der Filmgeschichte. Und wenn euch das interessieren sollte, woher wir die Informationen genommen haben, den Großteil habe ich aus dem Buch genommen, The Oxford History of World Cinema. Das ist ein recht dicker Brecher, der sich mit Filmgeschichte bis ungefähr 2000 auseinandersetzt. Und da habe ich sehr viel Informationen rausnehmen können und kann ich eigentlich auch nur jedem empfehlen, der sich mit Filmgeschichte sowohl Amerika als auch jedes andere Land, was irgendwie relevant ist, beschäftigen möchte. Ja. Genau. Ja. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer haben jetzt gut mitgeschrieben für den Abschlusstest am Ende des Casts. Und genau. Den Professor Paula. Ja. So nämlich. Genau, und wir haben jetzt genug über Geschichte geredet. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, über Filme zu sprechen. Und dann, genau, möchte ich einfach mal das Zepter übergeben. Bevor wir mit unseren Filmen, die wir ja so jeder sich so ein paar seiner Favoriten rausgesucht habt. Habt ihr welche von den früheren gesehen? Also so aus den 30ern oder 40ern? Ich habe so ein paar bei mir auf der Watchlist stehen, zum Beispiel sowas wie Spring in a Small Town oder auch Song of gesehen. The Fisherman, okay. Genau, Spring in a Small Town habe ich vor einem Jahr, glaube ich, tatsächlich mal gesehen. Da hatte ich mir da habe ich mich recht viel so mit asiatischem Film allgemein auseinandergesetzt und dann bin ich auch über den Film gestoßen. Den Film gibt's auf YouTube in mäßiger Qualität, sage ich mal. Das ist nämlich auch, ich habe ja auch nochmal kurz recherchiert und ich habe Spring in the Small Town sogar in zwei Varianten gefunden. So bei der einen Variante ist das Bild super und der Ton kacke. Bei der anderen Variante ist das Bild bescheiden, der Ton bisschen besser als bei der anderen. Also es ist so ein bisschen, ja. Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, welche Version ich gesehen habe, aber ich weiß auf jeden Fall auch, dass da zwei waren, die beide so ihre Problemchen haben. Man darf auch nicht vergessen, dass der Film von 46 ist, meine ich. Oder ich glaube 46 war es. 48. Oder 48. Ja, dann 48. Genau. Ist eigentlich ein ganz interessanter Film. Das ist quasi so eine sehr ländlich gelegene Gegend, wo eine Frau und ihr Mann wohnen, meine ich. Und dann kommt da zufällig ein Arzt vorbei, der dann sich entscheidet, dort zu bleiben, weil ich glaube, der Mann krank ist. Und sich um den zu kümmern, also als Landarzt, weil die halt sehr abgeschieden von der Zivilisation quasi wohnen und deswegen so ein Arzt schon Gold wert ist. Ja, ich hab ein bisschen reingeguckt, die ersten 5 Minuten, aber ich hab's dann. Die Qualität, die hat mir dann doch nicht so. Also. Und dadurch, dass es natürlich dann auch noch ist in Chinesisch und dann mit Untertiteln und dann mit dem, ja. Na sonst, habt ihr irgendwelche älteren chinesischen Filme noch gesehen oder? Nö, da ich eher so für die Action- und Kung-Fu-Sparte bin, kann ich mit alten Sachen nicht anfangen. Bei mir geht's aber auch schon so in den 70ern los. So mit 36 kann man der Shaolin aus den Shaw-Studios. Da ach, stimmt, den habe ich sogar auch gesehen. Stimmt, kann man der Shaolin, ja, garantiert. Ja, aber ansonsten mit irgendwelchen, ein Arzt am Rande der Existenz auf irgendeinem Reisfeld, damit kann ich nichts. Da kann ich mir nichts rausziehen. Das mag für andere unterhaltsam sein. Für mich ist das dann eher so, ja, wird es gekämpft oder
Oder muss ich ausmachen? Sven wartet dann die ganze Zeit, bis der Arzt dann seine Kung-Fu-Moves raushaut. Ja. Und den Reis verkloppt oder so. Mit Kung-Fu-Moves den Reis dann pflückt und so. Ja. Dann denkst du, ah, okay, gut, das ist schon mal, das ist das Training. Nee, aber mit so anderen, so sozialkritischen Sachen, da tue ich mich schwer mit. Ja, möchtest du dann vielleicht deinen ersten Film einfach mal vorstellen und... Also, den ersten Film, den ich besprechen möchte, ist A Better Tomorrow von John Woo aus dem Jahre 1986. Der geht 95 Minuten. Wir hätten den ehrenwerten Chow Yun-Fat und Ti Lung und diverse andere Leute noch im Cast. Aber erst zu Woo etwas, zu seiner Biografie. Er wurde am 1.5.46 als Wu Yusen in China geboren. Die Eltern sind dann, um der Kulturrevolution zu entkommen, nach Hongkong gezogen, in ein, naja, was heißt gezogen? In ein Flüchtlingscamp. Dort wurde der Vater dann tuberkulosekrank und die Familie verarmte. Die haben dann auch auf der Straße gelebt. Dort hat er das erste Mal mit Jugendgangs und Triaden und sonst irgendwas Erfahrungen gesammelt. Wurde dann von einer christlichen Schule unterstützt und auch wieder in die Schule geschickt, die er da natürlich in seinem armen Lager nicht besuchen konnte. Währenddessen wurde er aber auch von seiner Mutter gerne mal ins Kino geschleppt, einfach um der Realität ein bisschen zu entkommen. Da dann nur die gleichen Filme liefen, hat er sich eher so auf Western und so spezialisiert. Das fand er gut. Und ja, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, weil das doch sich schon ewig zieht, hat er dann halt seine Liebe zum Film entdeckt, hat es von der Pike an gelernt und landete schlussendlich bei Golden Harvest, wo sie auch sein Skript zu Better Tomorrow verfilmt haben. Gut, im Endeffekt ist es so, dass mit A Better Tomorrow das Erotic Bloodshed-Genre geboren wurde, also das heldenhafte Blutvergießen. Und Chow Yun-Fat damit über Nacht zum Superstar wurde. Es geht darum, dass die Gangster Mark und Ho, die sind Partner bei einem Geldfälscher-Syndikat. Doch Ho hat ein Problem, sein Bruder Kit ist aufrechter Polizist. Durch seine Bruderliebe geplagt, will Ho mit Marks Hilfe aussteigen, doch es kommt anders. Also es ist ein Remake von einem Film, der hieß True Colors of a Hero. Aber Wu hat das Ganze natürlich noch etwas auf die Spitze getrieben und es kam seit langem mal wieder ein Film, der diese chinesischen Werte, Loyalität, Freundschaft wieder hochgehalten hat, weil Wu gemeint hat, es ist so, dass das langsam verkommt. Das Publikum war begeistert aufgrund dessen, dass sie einfach auch diese Samurai- und Kung-Fu-Filme langsam leid waren und er einfach was Neues gebracht hat. Chow Yun-Fat wurde auch gecastet, weil er nicht wie ein Held aussieht, sondern eher wie ein Durchschnittsbursche von der Straße, also nicht groß trainiert oder sonst. Ich meine, damals gab es es ja noch nicht so mit dicken Muskeln, was es dann später in den 80ern wurde. Das ist ja von den 80ern. Aber zumindest war so in Europa, also in Amerika halt, da langsam seinen Anfang genommen hat. Was kann man zu dem Film sagen? Also ich habe man auch natürlich wieder angesehen, es ist ein gewalttätiges Epos, kann man schon sagen, um ja Freundschaft, Loyalität und Rache. Es war auch das erste Mal, dass wirklich Gunfights mit zwei Waffen ausgetragen wurden. Es wurden Bloodpacks verwendet, was man auch sieht. Es wird in Zeitlupe stilistisch gestorben. Da hat Wu noch nicht auf die Spitze getrieben, sondern er nähert sich so langsam seinen Glanzzeiten. Das waren ja auch die Anfänge. Und ja, es war einfach ein absoluter Knaller. Und es ist auch heute noch ein sehr unterhaltsamer Streifen. Ich sehe gerade bei Wikipedia, dass er in Deutschland unter diesem komischen Namen City Wolf rausgekommen ist. Genau. Nicht Better Tomorrow. Auf... wie heißt es? Naja, das war der zweite Teil. Ja, als City Wolf. Sie haben ihn auch in Deutschland auch ewig auf dem Index gehabt und haben dann auch jetzt endlich mal befreit, aber es gibt immer noch keine vernünftige Veröffentlichung. Nein, das ist auch wirklich schwer, da
irgendwie jetzt, sag ich mal, legal an, irgendwie an noch Veröffentlichungen oder so ranzukommen. Ich wollte mir im Vorfeld, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, auch noch das ein oder andere von eurem Film ja noch abzugucken, aber keine Chance. Ich bin jetzt nicht der riesen Action-Fan, aber ich hätte mir das schon mal angeguckt, zumal ich auch finde hier, wenn 95 Minuten geht er. Ja. Also für mich hört sich da an, so kurz und knapp und eben die richtige Lauflänge für das, was er erzählen will oder zeigen will. Ja, ist es auch, ist es auch. Es ist noch nicht so overdosed oder so dermaßen überzeichnet, übertrieben, wie was halt danach kommt. Sie haben es kritisiert, dass er die Triaden verherrlicht, was teilweise auch stimmt, weil ja auch beide Gangster sind, beide tun Sachen, die jetzt nicht der normale Typ von nebenan macht. Aber sie schaffen es auch beide trotzdem diesen normalen Typ von nebenan, der halt auch Gangster ist, wirklich gut darzustellen. Und er wollte ja auch die Zerrissenheit zeigen, dass halt diese normalen Typen in Situationen kommen, wo sie blutig handeln. Und es ist auch so dieser Anfang dieser Grauzone. Ja, früher, also hast du ja gehabt, entweder hast du gut oder du hast böse. Aber diesen Zwischendrin-Mix, den gab es noch nicht so. Und den hat er auch so langsam mit eingeführt, weil alle seine Charaktere sind gebrochen, zerstört irgendwo. Ja, auch selbst die Polizisten. Also selbst wenn ein Polizist eine dermaßen gewalttätige Handlung begeht, ist es ja nicht so, dass du da hockst und denkst, ja, okay, gut, nee, du hast jetzt aber recht gehabt. Sondern auch die zeigen moralisch zweifelnde Tätigkeiten an. Hm. Was er halt auch noch gemacht hat, ist, er lebt ja noch, ein sehr großer Peckinpah-Fan, auch von Wild Bunch, den er ja mehrfach gesehen hat. Und da hat er zum Beispiel auch die Zeitlupen-Sterbeszenen her. Und ich habe gerade gesehen, er spielt selbst mit. Ja, er hat immer wieder mal so ein Cameo, aber eine wirklich groß tragende Rolle hatte er nicht, nein. Er ist in jedem, nee, ich glaube bei Killer glaube ich nicht, aber bei Hardboiled ist er dabei. Aber das sind halt, wie gesagt, ja so, jetzt keine Typ, nicht so kleine Hitchcock-Dinger, sondern schon mal was Größeres, aber er hat jetzt keine Screamtime von über einer Stunde oder so. Das nicht. Ein bisschen wie Tarantino vielleicht, oder? Ja. Er hat sich ja auch von Better Tomorrow zum Beispiel, also generell wurden die Triaden ja in Trenchcoats gezeigt mit Anzügen und diesen dünnen Schlips. Das hat er ja übernommen für Reservoir Dogs. Und was auch noch ganz spaßig ist, ist, dass Chow Yun-Fat eine Alain Delon Sonnenbrille trug. Und nachdem Better Tomorrow rauskam, sind die ganzen Kids und Halbstarken natürlich in die Läden gerannt, haben die Sonnenbrillen gekauft und Trenchcoats und haben geraucht wie die Gestörten, weil da auch immer geraucht wird ohne Ende. Und Delon hat sich sogar schriftlich bei Wu bedankt, dass er halt Werbung gemacht hat für seine Brillen, die dann ruckzuck ausverkauft waren. ist ein guter Film. Es war auch mein Einstieg mit Wu. Und die Stilmittel, da komme ich erstmal später drauf. Weil die erst auch mit der Zeit, also mit dem Nächsten zumindest so die Perfektion erreicht haben. Was da ja natürlich auch sehr spannend ist, dass er mit dem Film, er hat es ja schon gesagt, dass er dieses Genre Heroic Bloodshed quasi geprägt hat. Und wenn man sich mal so anguckt, welche Filme dadurch so entstanden sein können oder entstanden sind, so zum Beispiel jetzt John Wick, das ist ja schon sehr spannend auf jeden Fall, was er damit geschaffen hat quasi. Ja gut, du hast ja auch im Computerspielsektor Max Payne, ist genau dasselbe. Stimmt. Da hast du ja auch Bullet Time, Zeitlupen, Sprünge mit zwei Waffen, was vorher nicht drin war. Das kannte man ja nicht. Oder Matrix ja dann auch ein gutes Beispiel. Matrix, mit Bullet Time. Genau. Das ist natürlich sehr spannend immer. Das finde ich immer sehr interessant und das wird wahrscheinlich auch, das wird immer öfters auffallen, denn ich will noch nicht unbedingt die anderen Länder verraten, aber wir werden auf jeden Fall noch öfters in Asien uns befinden und da wird man oft merken, dass wie stark asiatische Filme die westliche Filmwelt immer und immer wieder beeinflusst haben und auch immer noch beeinflussen. Was Wu zum Beispiel auch ganz gerade noch ganz kurz als letztes, gerade noch, was er noch auch sehr gern gemacht hat, ist die Kamera von unten gehalten, dass der
Protagonist dann aus dem weißen Licht und so mit seinen christlichen Sachen, da komme ich später nochmal drauf, dann in die Kamera läuft. Und diesen von unten Blick, der dann langsam nach oben geht, hast du auch zum Beispiel bei Michael Bay. Ja. Mhm. Gut, dann würde ich mich jetzt mal einklinken und meinen ersten Film hier hinzuziehen. Ein Hauch von Zen oder A Touch of Zen. Den Film von 1970, der beziehungsweise schon Ende der 1960er begonnen wurde und dann eben 1970 oder 71 erst, egal, veröffentlicht wurde. Es geht um einen jungen Mann, der lebt noch bei seiner Mutter, der ist im frühen China und dann eines Tages kommt oder kriegt er mit, dass mysteriöse Gestalten irgendwie in dem Dorf ankommen. Eine junge Kriegerin, die lebt in der Nähe von seinem Haus und es ist so undurchsichtig, warum ist sie dort, was will sie dort. Und ja, dann gerät der junge Mann, der Gu, in einen Kampf. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte, denn die Kriegerin, die wird unter anderem verfolgt von Truppen. Das ist ein Film von King Hu, ist in Taiwan produziert worden und lässt sich dem Wuxia-Genre zuordnen. Und ich habe keine Ahnung, ob ich das so richtig ausgesprochen habe. Das kann ich dir nicht beantworten. Das hat mir zumindest der Google-Übersetzer so ausgespuckt, obwohl es im deutschen Wuxia, egal, geschrieben wird. Das ist jedenfalls ein Genre, das vor allen Dingen in China sehr präsent ist, wo es eben unter anderem um so chinesische Schwertkämpfe geht und das Ganze auch dann immer eine fantastische Komponente erhält. Das hat es hier auch, aber das muss man auch gleich dazu sagen, er wird hier oft als Action- und Martial-Arts-Abenteuerfilm eingeordnet und das ist er in meinen Augen nicht vorrangig, denn schon allein bis zur ersten richtigen Kampfsequenz, dafür geht gut eine Stunde, in der erstmal ganz in Ruhe die wenigen Charaktere vorgestellt werden und auch so ein bisschen amüsant und locker werden die eingeführt. Und dann, wie gesagt, erst nach einer Stunde gibt es dann die erste Auseinandersetzung und die sieht dann super aus, klasse inszeniert, aufwendige Kampfsequenzen in dem Wald mit ganz viel Nebel und dann springen sie da rum und also das sieht schon ganz schön aus. Ja, so viel vielleicht erstmal als Einleitung zu diesem Film. Hat den einer von euch gesehen? Noch nicht, leider. Also das ist so ein Film, den habe ich schon recht lange auf meiner Watchlist schon, weil es den auch bei Mubi zu sehen gibt und auch auf dem Criterion-Channel. So, also deswegen, die Möglichkeit ist da. Nur bin ich immer so ein bisschen bei drei Filmen ab 3 Stunden muss ich mich immer darauf vorbereiten, den jetzt zu sehen. Und irgendwie bin ich noch nicht dazu gekommen. Momentan schaue ich so ein bisschen kategorisch nach Ländern tatsächlich und bin jetzt momentan, hänge noch in Italien fest und wollte nach Italien wieder Richtung Asien gehen und dann werde ich mir den auf jeden Fall angucken. Nee, mich schreckt schon die erste Stunde Charaktereinführung ab, da bin ich raus. Besonders bei einem 3-Stunden-Film. Ich habe mir den Trailer nämlich angeguckt und dachte, oh, das sieht aber nicht schlecht aus. Da wird sich geprügelt. Ja, und dann gucke ich auf Ding, Ding, 3 Stunden, da muss irgendwo ein Haken sein. Ja, na, wirklich. Also wenn man vielleicht von den 3 Stunden sind vielleicht 1/2 Stunde Kampf ungefähr. Oh nein. Also, wenn man es, selbst das wäre, ist vielleicht schon so hochgegriffen. Das war für mich auch eine große, ein großer Pluspunkt des Films, denn ich hatte auch keine Lust auf 3 Stunden Kampf oder so und ich war überrascht, wie er das wirklich schafft, die Spannung da trotzdem hochzuhalten. Wir haben hier nämlich auch einen schönen Genre-Mischmasch, wie ich finde. Wir haben, wie gesagt, dieses Martial Arts und Action, dann haben wir dieses Drama, wir haben eben am Anfang auch so ein bisschen Komödie, aber wir haben auch Horror-Einschläge und ich finde, man schafft es hier ganz raffiniert, eine Spannung zu erzeugen oder eine Intensität zu erfolgen. Bei den Kampfsequenzen zum Beispiel ist es oftmals so, dass alles ganz ruhig ist und man nur das Schwert der Klirren oder eben hört, wie sie springen oder durch die Luft wirbeln. Oder wenn, dann hört man mal so ein paar Paukenschläge, aber das hat mir sehr gut gefallen. Ja, und dieser Titel verrät eigentlich schon, A Touch of Zen, also Zen so als Richtung aus dem Buddhismus, der eben für eine Meditation steht.
das verkörpert der Film auch ganz gut. Der hat stellenweise eine ganz meditative Ruhe. Also man könnte sich auch davor setzen und so ein bisschen das Gras oder die Grillen in dem Gras zirpen hören und ein bisschen dabei entspannen. Für mich hat er sich trotz seinen 3 Stunden recht kurzweilig angesehen. Ja, das Einzige, womit ich nicht so richtig viel anfangen kann, aber das ist bei den meisten Filmen aus dieser Richtung so, ist das Overacting, an das ich mich nicht immer so richtig gewöhnen kann, beziehungsweise dauert es immer dann einen Moment, bis ich so richtig da mich reinfinden kann. Und wenn es dann noch wie in der ersten Stunde gepaart wird mit wirklich Comedy und so, dann ja, aber trotzdem sehenswert. Meine Frage wäre jetzt, ist jetzt dieses Zen, dann wird das dann so quasi als etwas gezeigt, dass wenn man das, also wenn man da diese Meditation quasi macht, dass man dann so ungeahnte Kräfte in sich entfesseln kann, oder ist das gar nicht so? Nee, es spielt, also so spielt es eigentlich gar keine Rolle. Also es wird nicht angesprochen und es wird auch nicht direkt gezeigt. Wir haben hier zum Beispiel einen buddhistischen Mönch, der das so ein bisschen verkörpert, aber es wird jetzt nicht gezeigt, guck mal, die meditieren da, um was zu entwickeln, sage ich mal. Okay. Was ich ganz interessant finde, ist, dass es gerade bei den Filmen auch schon so um die 70er rum, die Frauen nicht gerade wehrlos waren oder nicht wehrlos sind. Das hast du woanders da immer nur, ach Held, Hilfe, rette mich und guck mir mein ganzes Höschen an. Ja, und hier hast du das nur, die guckt dich an und du weißt genau, wenn ich jetzt einen Schritt nach vorne gehe, kriege ich direkt drauf. Oder halt auch dieses Selbstbestimmen, die treten bewusst auf. Also selbstbewusst auf und sind nicht so diese ganz verschüchterten Häschen, die dann irgendwo hinten in der Ecke sitzen. Ja, das ist ein ganz guter Punkt, dass du den hätte ich jetzt fast hier vergessen. Das fand ich nämlich auch, dass man hier mit dieser Kriegerin, die nämlich dort ist, schon eindeutig einen Charakter hatte, der eben auch als Frau richtige Stärke beweist und den Protagonisten, den Gu hier locken in Schatten stellt. Ja, was da ganz interessant zu erwähnen ist, habe ich gerade gelesen können, dass das ganze Genre, dieses Wuxia-Genre, in den 30ern bis in die späten 50er in China sogar verboten war, tatsächlich. Ach was, okay, das wusste ich auch nicht. Okay. Möchtest du noch was zu dem Film sagen? Nö, oder? Ich bin eigentlich soweit erstmal durch, genau. Okay, genau. Ich übergebe den Staffelstab. Genau, ich würd mal übernehmen, und zwar, wenn wir schon mal beim Wuxia-Genre sind, gibt es auch noch einen anderen Namen, den man vielleicht aus auch etwas moderneren Filmen kennen könnte, und das ist Zhang Yimou. Der hat auch einige Filme in diesem Genre gemacht, und zwar Hero oder House of Flying Daggers, wem das was sagen könnte, oder jetzt die letztlich... Gibt's auf Netflix. House of Flying Daggers Hero? Ah, okay. Ja, das ist spannend. Cool, den muss ich mir mal angucken. Den habe ich noch nicht gesehen, ich habe aber Hero gesehen. Und da merkt man so an dem, was du erzählt hast, auf jeden Fall, dass der Film da sehr, sehr stark beeinflusst sein muss dadurch. Ich möchte aber jetzt nicht über Hero reden, sondern nur kurz erwähnen tatsächlich, denn ich habe mir einen anderen Film von Zhang Yimou ausgesucht, der kein Wuxia-Film ist, sondern ein eher kritischer Film. Denn Zhang Yimou ist einer der großen Regisseure der 5. Generation und somit auch jemand, der seine Filme genutzt hat, um Kritik zu üben. Und das macht er in seinem Film Rote Laterne oder im Englischen auch Raise the Red Lantern. Der ist von 1991, geht ungefähr 2 Stunden und hat als Hauptrolle Gong Li, die Dame Song Lian spielt. Und ich werde einfach mal kurz erzählen, worum es so ungefähr geht, weil ich will nicht zu viel verraten, weil es sehr spannend ist, auf jeden Fall den Film selber zu sehen. Und zwar spielt der Film in den 20er Jahren in China und es geht um die 19-jährige Song Lian, die halt zu Hause lebt. Und allerdings haben die Eltern, beziehungsweise ihr Vater und ihre Stiefmutter, Geldprobleme. Und so wird sie quasi verkauft und wird eingeheiratet in den Haushalt eines älteren Mannes. Aber allerdings nicht als Frau, sondern als Nebenfrau. Bedeutet, der Mann hat eine Frau quasi und hat dann noch 3 weitere Frauen. Sprich, sie kommt dahin und da sind 4 Frauen, die mit diesem Mann verheiratet sind. Und das Ganze ist stilistisch sehr interessant gemacht, weil jede Frau quasi in diesem Hof, in dem diese Damen leben und der Herr lebt,
in diesem Hof quasi ein eigenes Zimmer und das Zimmer hat so einen eigenen Gang nach draußen quasi und so hat man immer so ein sehr symmetrisches Bild von diesem Gang, der in diesen Raum führt, die auch alle von Herren zu Herren unterschiedlich aussehen und links und rechts hängen jeweils Laternen, so klassische chinesische Laternen, wie man die kennt, quasi so aus Papier quasi, schön in Rot, links und rechts. Und der Herr verbringt jede Nacht bei einer anderen Herrin seine Nacht quasi. Und immer in dem Gang quasi, in der er die Nacht verbringt, werden die Laternen angezündet und die anderen Gänge bleiben dunkel. Und so entsteht dann in diesem ganzen Mikrokosmos, den der Film erzeugt, so ein riesen Konkurrenzdruck zwischen diesen vier Herrinnen, die halt diesen Mann natürlich für sich gewinnen wollen. Und dann gibt's noch andere Personen, die auch so ein bisschen quasi dann noch reinkommen einfach und quasi für Probleme sorgen. Und das Ganze ist sehr spannend, weil der Film eine sehr große Kritik an dieser damaligen Zeit ist. Es ist halt so ein konfuzianischer Haushalt dort und es ist halt sehr misogyn da, wie das da vonstatten geht. Und der Film ist eine sehr interessante Kritik an dem Film. So interessant, dass der Film tatsächlich damals dann auch verboten worden ist in China für eine gewisse Zeit. Und das ist wirklich ein sehr spezieller Film, aber wirklich ein sehr, sehr interessanter Film, weil der Film quasi, weil das ja so ein riesiges Problem quasi ist, was genommen wird, aber dann so auf so einen Hof quasi runter reduziert wird, aber somit perfekt diese Problematik aufzeigt und dann halt auch in einer sehr Shakespeare-artigen Tragödie endet, würde ich sagen. Also ich habe das Gefühl, wir gehen ja so ein bisschen gegenseitig unsere Watchlist ab, denn das ist auch einer, der bei mir ganz weit oben steht, der auch nicht so leicht jetzt zu finden ist, aber der zusammen auch mit dem Regisseur hier Rotes Kornfeld hat er, glaube ich, noch gemacht, auch mit bei mir noch hoch. Ich habe schon einen Film von ihm gesehen, habe ich hier gerade gesehen. Er hat auch The Great Wall von 2016 gemacht, den ich überhaupt nicht mag. Ach ja, mit Damon oder so, ne? Ja, genau. Ja, das also ist so einer dieser... Also einer dieser typischen Fälle, wo ein asiatischer Regisseur irgendwie nach Amerika geholt wird, um dort einen Film zu machen und dann dabei so ein Schmarrn entsteht. Ja. Genau, und ich habe mir jetzt den Film ausgesucht, weil ich habe jetzt ein paar mehr Filme von Zhang Yimou auch schon gesehen, aber den fand ich am interessantesten, weil der erstens stilistisch auch mega schön ist, der sieht super gut aus, der ist super gespielt, der Film, und ich finde diese Thematik auch einfach wahnsinnig spannend. Ja. Weil das auch so eine Zeit ist, so... Man hat da so sehr wenig Berührungspunkte normalerweise. Ja. Und man hat nach dem Film so ein, finde ich, ein gutes Gespür dafür, warum dieses ganze Haremartige und so, warum das jetzt nicht unbedingt so modern ist und warum das jetzt nicht unbedingt was für die Zukunft ist. Das ist ganz spannend auf jeden Fall. Und weil es halt auch einer der etwas kritischeren Filme ist, jetzt auch aus chinesischer Seite und halt auch von diesem Regisseur Zhang Yimou. Und da würde ich noch gerne noch einen zweiten Film von Zhang Yimou wenigstens erwähnen. Der heißt im Deutschen einfach Leben, Ausrufezeichen. Stimmt. Ja. Genau, und im Englischen heißt der To Live. Das ist auch ein wahnsinnig spannender Film, weil der sich quasi über 30 Jahre zieht. Der beginnt quasi so in den 30er Jahren in China und ist halt so eine ganz normale Familie. Der Mann ist am Anfang des Films halt spielsüchtig und verliert so ein bisschen seine Familie deswegen und dann wird er halt, muss halt in den Krieg und der Film quasi zieht sich über sehr spannende Episoden der chinesischen Geschichte. Das beginnt dann halt mit der japanischen Machtübernahme bis hin zur Revolution am Ende der 40er Jahre, bis hin dann zu dem großen Sprung nach vorne, was ja einer der größten Hungersnöte der Welt ausgelöst hat, die jemals existiert haben. Und geht dann so bis zum Ende von der Macht von Mao. Und erzählt halt einfach die Geschichte von so einer sehr einfachen Familie. Einfach Mutter, Vater, Sohn und Tochter. Und zeigt so, und ist halt auch eher ein kritischer Film, weil diese Familie halt sehr viel leiden durch diese ganzen 30 Jahre erfahren muss, die halt diese verschiedenen politischen Entscheidungen quasi hervorgerufen haben. Und das ist garantiert auch sehr, 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 sehr spannend. Den gibt's, habe ich tatsächlich auch auf YouTube gesehen. Ich will jetzt hier nicht zum
illegalen Schauen oder sowas ermutigen, so, aber ich würde sagen, YouTube ist noch so eine okaye Grauzone, was das angeht. Auf jeden Fall kann ich die beiden Filme sehr empfehlen, weil gerade auch der To Live eine sehr, 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 sehr spannende Geschichtsstunde auch einfach ist, weil der sehr nah am Geschehen ist und jetzt nicht wirklich da was ausschmückt oder irgendwie pompös erzählt, sondern ist wirklich eine sehr quasi nüchtern erzählt. Und der Film geht jetzt auch nicht übermäßig lang, der geht, glaube ich, auch genau 2 Stunden oder so und schafft es halt in 2 Stunden wirklich sehr gut 30 Jahre Geschichte oder sowas zu erzählen. Genau. Ich kann es nur empfehlen. Und ich würde sagen, wir reden mal wieder ein bisschen über Action, ein bisschen Geballer. Goal. Lang kein Blut mehr geflossen. Wobei, eben. Leicht, aber lang keine, was weiß ich, Faust mehr geflogen. Keine Kugeln mehr verschossen. Genau. Gekämpft wird nicht, es wird geschossen. Was wollen wir mit Killer weitermachen? Sehr gerne. Ja, klar, mach. Okay. Oh, The Killer. Was ich vorher vergessen habe zu erwähnen, und zwar hat nur einfach, dass man das mal verfolgt, was ich auch sehr, ich fand's witzig. Andere werden denken, du hast einen Schaden. Bei A Better Tomorrow haben wir 65 Kills. Ach. Jetzt kommen wir zu The Killer. Aus dem Jahre 89, wieder mit Chow Yun-Fat als Killer Jeff und mit dem guten Danny Lee als Inspektor Lee. Oder warte mal, halt, nee, Moment, doch Danny Lee, oder? Ja, Danny Lee als Inspektor Lee, genau. Worum geht's in The Killer? Jeff ist ein Profikiller mit Prinzipien, der bei einem Auftrag aber aus Versehen eine Sängerin verletzt. Diese wird blind und er fühlt sich für sie verantwortlich. Er möchte ihr eine Augenoperation bezahlen und ja, schleicht sich so ein bisschen in ihr Leben rein, um das Geschehene praktisch wieder gut zu machen. Er will dann auch aussteigen, um mit ihr dann auch ein neues Leben zu beginnen, und bekommt einen letzten Auftrag, aber er kommt nach diesem Auftrag selbst auf die Abschussliste und ein Polizist hängt sich fanatisch an seine Spuren. Gut, bei The Killer hätten wir schon 150 Tote bei einer Laufzeit von 7 Minuten. Das wird noch getoppt. Keine Panik. Ach, danach hast du die sortiert. Nee. Danach ging nach. Nach Jahreszahl. Gut, was haben wir hier? Wu hat hier seinen Stil wirklich perfektioniert. Er hat ja schon bei A Better Tomorrow so leicht christliche Symbole reingefriemelt. Aber hier haben wir wirklich das absolute Nonplusultra der christlichen Kirche. Der Showdown findet natürlich auch in einer Kirche statt. Und also danach sieht es nicht mehr aus wie eine Kirche, sondern eher wie ein Schlachthaus. Wir hätten halt die typische Symbolik von Tauben über Kerzen zur Reinigung. Und dann hätten wir natürlich auch die immer so gern gesehenen Tauben, die als Symbolik, je mehr man rumliest, desto verworrenere Theorien kommen. Ich habe aus der Wu-Biografie eine Passage rausgelesen, wo es um diese Tauben ging, wo er auch gesagt hat, die Tauben tragen praktisch die Seele des Gereinigten in den Himmel. Dazu wären sie eigentlich da. Und weil sie halt auch Glück und all diese Sachen noch weiter vermitteln. Weil ja der tragische Held auch gern immer in weißem Licht gezeigt wird, der halt versucht durch diese Taten, gerade hier bei The Killer ist es wirklich sehr, sehr, sehr offensichtlich, sich praktisch durch Tote zu reinigen, um dann halt nach oben aufzusteigen, weil diese tragischen Helden auch meistens bei Wu gerne mal draufgehen. Was hätten wir bei The Killer noch? Es ist halt, er hat viele melodramatische Aspekte, da kommen wir auch wieder direkt zu dem Problem, das die westlichen Zuschauer gerne mal haben mit diesem sogenannten Overacting. Dazu habe ich mich jetzt auch noch mal ein bisschen informiert. Und zwar ist es gerade so bei diesen chinesischen, japanischen Filmen von der damaligen Zeit
einfach auch eine ultra miese Synchro. Die hatten oder haben, naja, jetzt mehr, aber früher weniger, war das halt auch wirklich so eine Nischen, so eine Nischensache, ja. Und ich erinnere mich da an, da gibt's wirklich ein paar üble Kracher, die zwar durch die Synchro sauwitzig geworden sind, aber wenn du dir das mal im Original anguckst mit Untertitel, das passt null, ja. Also die haben sich da irgendwas zusammengesponnen und es sind halt auch einfach andere Sehgewohnheiten. Ich habe jetzt schon mehrfach auch gelesen, dass dieses traditionelle Kabuki-Theater halt auf Einfluss darauf gehabt hätte. Und das asiatische Publikum liebt es, in eine eher bizarrere, abgefahrenere Welt entführt zu werden. Die brauchen nicht so viel Realismus wie die westlichen Zuschauer. Und ja, es ist halt auch sprachtechnisch. Wenn man sich das mal im Original anguckt, dann passt es. Dann passen die Reaktionen viel besser, als wenn du das synchronisiert guckst, weil dein Humble fängt ja an rumzuhumbeln und du denkst, hä? Ja, dann guckst du es im Original an und denkst, ja, okay, also es passt schon eher. Natürlich ist es immer noch etwas übertrieben, aber ja, also da sollte man der ganzen Sache doch schon eine Chance geben, weil ihr verpasst wirklich gute Filme. Gut, aber nochmal zu The Killer. Ja, wie gesagt, Wu hat hier absolut alles auf die Spitze getrieben, hat es wirklich perfektioniert. Massig Shootouts mit großkalibrigen Waffen. Es beginnt auch das erste Mal ein richtiges Face-Off. Das heißt, der Held und sein Nemesis treten sich gegenüber oder stehen Wand an Wand. Was wir ja auch dann in mehreren Filmen irgendwann gesehen haben. Jetzt auch welche, die nicht von John Woo sind. Trotzdem haben sie auch noch einen gewissen Respekt voreinander. Und bevor es zur endgültigen Schießerei kommt, folgt eigentlich immer ein Wortgefecht. Auch hatten wir es bei The Killer mit, dass Jeff auch gerne mal in weiß gekleidet ist, während die Bösen dann auch mal wieder schwarz tragen. Dann haben wir auch so dieses klassische Yin und Yang, was damit einspielt und diese Symbolik, die er halt wirklich abfeiert ohne Ende. Und das auch sehr, schon wirklich auch sehr befremdlich sein kann. Mit The Killer hat er auch das erste Mal Aufmerksamkeit im Ausland errungen. Er wurde, glaube ich, auch in Cannes aufgeführt. Und ja, Tarantino hat ihn ja auch schon öfters mal genannt. Und ja, damit hat er halt wirklich den Titel auch Mozart der Zerstörung bekommen, weil das, also ja, allein der Showdown schon, das ist, und das sagt er ja auch immer selber, dass er die Schießereien wie ein Ballett konzipiert. Und das sieht man einfach und das, ja, das macht Spaß, auch wenn meine Frau, als ich das letzte Mal geguckt habe, kam sie rein, da war kurz vorm Showdown und sie hat sich hingehockt und hat gedacht, okay, jetzt explodieren Fäuste und Füße, aber nachdem dann nur die ganze Zeit Waffen explodiert sind und das Blut literweise rausgelaufen ist und das auch in Zeitlupe, war mein rechter Platz wieder frei. Nein, also es ist natürlich dieses Geschmackssache und ja, aber es ist halt auch dieser Film war auf dem Index, ja, was ist so überzeichnet? Also es kann man nicht ernst nehmen. Das Einzige, was man wirklich einfach, wenn man diesen ganzen Background dann nicht so hat, unterschieben kann, ist, ja, er zelebriert Gewalt. Aber es kommt immer am Ende eine Lehre bei raus. Und dadurch, dass die Helden ja meistens auch nicht überleben oder gerade bei so einem Zweiergespann dann ein anderer überlebt und ein anderer stirbt, wie man sich dann vielleicht dann doch gedacht hat und es halt auch mal kein Happy End gibt, finde ich das jetzt nicht so schlimm. Wir ja. Kommen denn auch indiziert in Deutschland oder hat der einen vernünftigen Release hier bekommen? Nee. Die sind vom Index runter, auch Hardboiled ist runter. Aber da hat sich noch keiner irgendwie dran gewagt. Also ich habe es gibt keine offiziellen, gibt's glaube ich nur DVDs. Die sind zwar auch, die haben auch ganz gutes Bild und so, aber ich hätte halt auch wirklich gern mal, dass sich da ja jemand hinsetzt und sagt, okay, gut, weil es gibt auch von The Killer eine etwas längere Fassung. Ein Extended Cut, den gibt es auch nur exklusiv irgendwie in Taiwan. Ja, den hätte ich gern. Den hätte ich gesehen.
Ich denke mir so, das kann doch eigentlich nur alles eine Frage der Zeit sein, oder? Ja, also, ja aber die sind schon lange unten. Ja, es steht, ich scroll hier gerade durch Wikipedia und da steht zum Beispiel, dass die Indizierung schon 2015 aufgehoben wurde und bisher eben eine Neuprüfung durch die FSK aussteht. Ja, der wird eine 18er kriegen, der kriegt keine 16, das kann man nicht vorstellen. Also dazu ist einfach, sind einfach die Shootouts viel zu übel und die sind wirklich heftig. Also es wird jetzt keiner in Brocken geschossen, aber du siehst halt wirklich so dieses typische Zeitlupe und dann fliegen nochmal 30, 40 Kugeln von irgendwelchen Zeiten rein. Ja, ja, also ich glaube, 18er dürfte er schon haben. Ja, das ist schon komisch, dass so diese alten Filme, die so alle indiziert sind, so die sind ja teilweise schon gar nicht mehr so vergleichbar mit Filmen, die heute teilweise noch in irgendwie hier hinkommen und nicht indiziert werden. So, also ich kann das schlecht vergleichen, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt an I Saw the Devil denke, der ist ja, glaube ich, auch nicht indiziert, oder? Doch. Den Kassier, doch? Doch. Er ist aber auf Liste, der ist aber auf Liste A. Also sie haben ihn umgetragen, der war erst auf Liste B. Und ist jetzt seit, ich weiß nicht, seit ein paar Jahren auch auf Liste A. Also indiziert schon noch, aber du darfst ihn erwerben. Genau so war das dann, weil ich meine, weiß nicht, oft ist das ja einfach nicht mehr so zeitgemäß so. Und wenn ich mir das so angucke, ich meine, mittlerweile kriegt man ja auch die Vengeance-Trilogie von Park Chan-wook relativ einfach hier. Die gibt es ja mittlerweile auch als Trilogie-Set und so. Und die sind ja auch brutal, so die Filme. So als Beispiel, also ich sehe jetzt auch nicht, warum das nicht funktionieren sollte, weil das sind ja auch schon ziemliche Kultfilme eigentlich von John Woo. Ja, ja, und der hätte, denke ich, auch genug Abnehmer. Ich weiß halt nicht, ob das da irgendwie ein rechte Hickhack gibt, weißt du, oder das, du liest halt nichts drüber. Ich habe halt gehofft, dass sich vielleicht so diese kleineren wie Turbine oder so sich derer annehmen, weil die liefern in so Sachen wirklich absolute Top-Arbeit. Aber ja, da tut sich gar nichts. Da tut sich wirklich gar nichts. Das ist halt echt traurig. Schade, schade. Kann man nur hoffen. Daumen drücken. Wollen wir mit einem Film weitermachen, der wieder komplett in ein anderes Genre schlägt? Ja. Dann würde ich jetzt mal weitermachen mit Ein Sommer zum Verlieben, wie er auf Deutsch heißt. Oh oder, Gott, oh ja, Gott. im Englischen heißt er A Brighter Summer Day, ist von Edward Young. Und da hole ich mal noch kurz aus, wenn ich jetzt hier die Handlung zusammenfasse, denn da ist ein bisschen auch noch was Geschichtliches vielleicht von Nöten, also nach dem chinesischen Bürgerkrieg 1949 und eben der Ausrufung da der Volksrepublik China, da kam es dazu, dass Gegner des Machthabers Mao dann eben nach Taiwan flohen und dort eben ihre eigene Republik China gründeten. Und sprich, in Taiwan hatte man dann auf der einen Seite eben die einheimischen Menschen und die Menschen, die als politische oder überhaupt als Geflüchtete dann dorthin gekommen sind. Und das spielt ja schon eine Rolle, denn die Hauptfigur, die wir hier haben, das ist ein Jugendlicher mit dem Namen Xiao Si, oder ja, ich lasse es jetzt mal so stehen. Das ist der Sohn eines chinesisch-politischen Flüchtlings und ja, der wird somit ja schon durch seine Familie in eine Ecke gedrängt. Wir lernen in dem Film zwei Gangs kennen. Auf der einen Seite haben wir die Little Park Boys mit ihrem Anführer Honey und wo sich vor allem die Jugendlichen wiederfinden, die eben die Kinder von chinesischen Geflohenen sind. Und auf der anderen Seite haben wir die 217er, überwiegend bestehend aus den Kindern und Jugendlichen, die oder deren Vorfahren schon immer auf Taiwan gelebt haben. Die echten Taiwaner, in Anführungszeichen. Und unsere Hauptfigur, die steht so ein bisschen zwischen, gehört keinen richtigen Gang an, auch wenn ihn, wie gesagt, so sein familiärer Umstand zu den Little Park Boys eher zieht. Aber er wird in diesen Strudel der Konflikte der beiden Gangs so ein bisschen hineingezogen und nicht zuletzt, weil er sich in die begehrte Ming verliebt, ein Mädchen, welches zum Beispiel auch schon eine Beziehung mit dem Anführer der Little Park Boys hatte. Ja, so viel zur Handlung, bei der es durchaus ein bisschen hilfreich ist, wenn man so ein paar Eckdaten hat, an denen man sich entlanghangeln kann. Im weiteren Verlauf kommt es dann eben zu Auseinandersetzungen zwischen den Gangs, ja, auch schon zu ein bisschen brutalen Übergriffen. Wir haben keine großen Schießereien oder so, aber es fließt doch durchaus mal Blut. Und einen, ja, oder mehrere eigentlich tragischer Höhepunkte. Ja,
Dann, also der Titel über den deutschen Titel, ich weiß nicht. Ein Sommer zum Verlieben, das ist... Ja, das ist absoluter Schwachsinn, wirklich. Es ist fast schon ein bisschen zynisch, dieser Titel. Ja, leider. Ja, das ist... Also wenn man den Film gesehen hat, dann ist das schon wirklich echt ein Witz, der Titel. Du hast ihn gesehen, Lukas, oder? Mhm. Ich habe ihn mir letztes Jahr angeguckt, tatsächlich. Ich hatte mir auch letztes Jahr, hatte ich mir die Criterion Collection ja, ich auch. Von diesem Film bestellt, die echt gut aussieht. Also habe ich die Blu-ray, die ist echt gut. Und es ist, ich habe ihn jetzt nochmal vorbereitend für den Cast hier nochmal geguckt und ich muss sagen, boah, was für ein Meisterwerk. Ja, natürlich leider immer so ein Film, der bestimmt von manchen Leuten, die dann mit so einem Respekt dran gehen, weil der Film natürlich auch ein richtiger Brecher ist. Der geht ja auch 4 Stunden, der Film. Ja. Sven. 4 Stunden. Oh Gott. Ja. Aber für mich, ich habe gemerkt, als ich ihn jetzt nochmal gerewatcht habe und man sich natürlich dann nochmal so eingelesen hat oder auch. Es ist ein kleines Booklet in dieser Kriterien-Kollekt, da dabei. Dann hat der schon nochmal eine Wirkung. Ich muss sagen, ich glaube, das ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme oder einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Denn dieses Ganze, also das ist so ein monumentales Werk, so ein Porträt eben des Taiwans der 1960er. Das ist unfassbar. Ja. Gut inszeniert und auch unheimlich dicht und mit über 100 Sprechrollen, also gigantisch aufgefahren. Also ja, ich kann eigentlich nur über diesen Film schwärmen. Ja, und was ich an dem Film auch sehr, sehr toll finde, der Film zeigt so sehr eindeutig dieses Fehlen beziehungsweise dieses Suchen nach so einer Identität und auch so nach Suchen nach so einer kulturellen Identität, so, weil man hat diese taiwanesische Familie, die aus China geflohen ist, die in einem japanischen Haus lebt, also in so einem sehr japanisch angehauchten Haus, und die Einflüsse sind auch super amerikanisiert, so, die sind so voll die Fans dann alle von Elvis und hören amerikanische Musik, und diese kulturelle Identität existiert einfach wirklich nicht, sondern es sind eigentlich nur Einflüsse aus anderen Kulturen, und das zeigt der Film, stellt das wahnsinnig interessant dar, finde ich. So einzelne Fragmente, die auch immer wieder aufeinanderprallen. Man hat auch schön im so verbildlicht, es gibt immer wieder Auseinandersetzungen. Die einen kommen dann mit Samurai-Schwertern oder mit solchen Schwertern eben, und die anderen haben schon die Waffen oder Baseballschläger. Also, ja, wahnsinnig gut, ja. Genau, und der eine Gangleader ist ja auch so ein bisschen wie so ein Matrose gekleidet. Genau, Honey war das, ja. Genau. Sven denkt sich, ja, was? Ach Gott, als Matrose. Das klingt jetzt ein bisschen obskur, aber es ist jetzt wirklich nicht so überstilisiert oder so, sondern es wirkt wirklich sehr, sehr realistisch. Es ist ein sehr auf dem Boden gebliebener Film tatsächlich. Das ist auch alles sehr zurückhaltend, und also das Problem, was ich bei House of Sand zum Beispiel mit Overacting hatte, das gibt's hier für mich gar nicht. Ja, das ist wie so ein dokumentarisch schon fast teilweise. Ja. Wobei es echt schade finde, weil die gerade so die Asiaten eine richtig, richtig coole, also für mich zumindest mal eine richtig coole Kultur auch haben. Aber das siehst du, und das ist ja nicht nur, also gut, den Film habe ich jetzt nicht gesehen, aber es gibt ja zuhauf Filme, wo die Asiaten versuchen, sich zu amerikanisieren, oder dass du einfach siehst, okay, gut, das hat so immensen Einfluss, dass sie ihre eigene Kultur wirklich nach hinten schieben und sagen, nee, will ich nicht, das übernehme ich. Und du dann trotzdem wirklich so diese Extreme hast, dass du halt auf der einen Seite ja die Amerikanisierten hast und dann auf der anderen Seite die Leute, die so dermaßen immens an ihrer Sache festhalten, dass sie halt auch nichts zwischen reinlassen. Ja, das ist recht interessant, weil es ist nicht so einseitig eigentlich dargestellt, so jetzt auch gerade bei Filmen von Edward Young, so das sieht man auch so ein bisschen in anderen Filmen, finde ich auch, dass es halt diese Gentrifizierung ist quasi so ein Progress, so eine Entwicklung, die jetzt nicht unbedingt von den Leuten gewollt ist, zum Beispiel, dass sie in diesem japanisch angehauchten Haus wohnen, liegt einfach nur daran, dass die einfach froh sind, dass die überhaupt eine Behausung haben, so zum Beispiel. Das ist nicht, dass sie sich das ausgesucht haben. Und mit der Musik ist dann natürlich so, Musik ist dann einfach
das ist zum Beispiel dann ein Gegensatz, das ist dann ein Einfluss, wo man einfach die Musik kommt und die ist dann so super einfach viel interessanter so. Zum Beispiel das Thema, finde ich, wird noch wesentlich stärker aufgegriffen in einem anderen Film von Edward Young, und zwar Yi Yi aus dem Jahr 2000, weil der Film spielt halt auch zu dieser Zeit, so im Jahr 2000, und der begleitet so eine ganz normale Mittelstandsfamilie quasi in Taiwan, gehe ich mal von aus, auch. Ja. Und ist da, das ist ein sehr, auch ein sehr poetischer Film, würde ich sagen, ein sehr melancholischer Film, der sich so mit den, so den normalsten Problemen quasi eigentlich dieser Familienmitglieder auseinandersetzt. Und da ist das nochmal mit der, Gentrifizierung, da sieht man erstmal auch, wie das dann vorangeschritten ist, so dass dann so diese Jugendlichen so, die gehen dann so lieber in Restaurants, die dann irgendwie New York Burger oder so heißen. Hm. Ich weiß nicht genau, wie der Laden hieß, aber auf jeden Fall hieß der New York irgendwas, und dass man dann auch lieber in so einem McDonald's geht oder so. Das wird auch gleich noch in einem Film, über den ich auch gleich noch sprechen werde, nochmal ein bisschen deutlicher. Das ist immer ganz interessant auf jeden Fall. Das ist so ein Thema, was ich sehr interessant finde, so dieses diese Amerikanisierung in den asiatischen Ländern, weil das wird in vielen, vielen Filmen, gerade im Bereich China, dargestellt. So, wie gesagt, jetzt in A Brighter Summer Day ist eigentlich so, zeigt eigentlich perfekt, dass das schon in den 60ern quasi beginnt. Und dann so Filme wie halt Yi Yi, die dann so um die 90er quasi rumspielen, da zeigt man, wie stark die 90er, glaube ich, auch so ein Jahrzehnt sind, wo das einfach raketenartig sich entwickelt hat. Youngs Filme, die fühlen sich halt auch immer echt an. Also die haben was, bei Brighter Summer Day gerade ist es so, dass er da nicht nur ein tatsächliches Ereignis, was es damals gegeben hat, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, was das war, aber das hat er mit drin verarbeitet, aber auch eigene Jugenderfahrungen, denn er entstammt ja nun mal dieser Generation, und es wirkt einfach so echt, du hast es vorhin schon gesagt, fast dokumentarisch, wenn man die begleitet, und trotzdem hat man hier echt die filmische Aspekte, also die Kameraführung, und auch, also die Art und Weise, wie die Bilder komponiert sind, also das ist alles wahnsinnig stilsicher und es sieht einfach wahnsinnig gut aus und hat auch den ein oder anderen, ja, erzählerischen und tragischen Höhepunkt, dass ich sagen muss, boah, der kriegt mich echt, also der steigt in meinen Gunsten immer auch weiter auf, vielleicht auch noch bei den weiteren Malen, also für mich ganz großartiger Filmemacher, den ich echt gerne angucke. Und zum Beispiel in der Criterion Collection auch echt gut aufgelegt sind. Die passen schön in eine Sammlung. Ja, genau. Ich habe mir nämlich auch Yi und The Brighter Summer Day beide damals zusammengeholt. Richtig, ja. In der Criterion. Die haben schönes Booklet dabei und halt auch immer sehr viel Bonusmaterial. Zum Beispiel bei Yi gibt es noch eine kommentierte Version von Edward Young selbst. Die wollte ich mir demnächst mal anschauen, weil das ist sicherlich auch nochmal wahnsinnig spannend. Ja, definitiv, ja. Ich könnte noch viel, viel mehr, also ich weiß auch gar nicht, ob man den irgendwie mit Worten gerecht werden kann, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich hier auf jeden Fall mit einbringen wollte, weil er eben, ja, ganz also auch ein Beispiel, wo man eher kritisch das Ganze sich mit Themen auch wie Militarismus und so weiter auseinandersetzt, und aber das führt jetzt ja auch schon wieder viel zu weit, deswegen machen wir weiter zum nächsten Film. Genau, ich übernehme einfach mal und gehe mal weiter in einen Film, der thematisch, wie gerade schon gesagt, so ein bisschen in die ähnliche Richtung geht, trotzdem, was jetzt die Amerikanisierung angeht. Und wir gehen mal von Taiwan nach Hongkong zu einem meiner Lieblings-chinesischen, asiatischen Regisseure, und das ist Wong Kar-wai. Und ich möchte heute sprechen über Chungking Express. Genau. Chungking Express geht 98 Minuten, also hat eine sehr noch angenehme Laufzeit und ist, wie gesagt, vom einer der wichtigsten Regisseure aus Hongkong, und zwar Wong Kar-wai. Der Film, der hat halt ganz normal die Originalsprache Standardchinesisch, Kantonesisch, aber auch Englisch, Japanisch und Hindi, was schon so ein bisschen deuten lässt, so dass wir hier kulturell ein bisschen Überschnitte haben. Genau. Der Film ist so aufgebaut, man hat zwei verschiedene Storylines, die sich so recht gleichzeitig eigentlich abspielen. Man hat halt einmal einen Polizisten und seine Freundin hat sich von ihm getrennt. Und er hat quasi, der hat sich am 1. April von ihm getrennt und am 1. Mai hat er Geburtstag und gibt ihr quasi diesen Monat, um darauf zu hoffen, dass sie wiederkommt. Und er kauft sich jeden Tag so eine Dose Ananaskonserven, die am 1. Mai ablaufen, um quasi so ein
und isst die dann einfach. Beziehungsweise isst er die alle am Ende, weil die Frau kommt nicht zurück, er isst alles auf und im Endeffekt geht es darauf hinaus, dass er in einer Bar eine Frau trifft, die einen kriminellen Hintergrund hat, was er natürlich nicht weiß. Und da passieren dann Dinge, sie unterhalten sich und das Spannende daran ist, das spielt sich so hauptsächlich in so einem Distrikt ab, der Chongqing Mansions, die Chongqing Mansions heißt das, also quasi so ein Block, einfach so ein Hausblock quasi, mitten in der Stadt und unten sind so super viele, so ganz dicht aneinander gereiht, so ganz viele Streetfood-Läden und so Spielhallen und es ist alles, das ist so ein bisschen so die Unterwelt quasi, Unterwelt in Hongkong so. Und da hat man noch halt die zweite Storyline, da geht es um einen anderen Polizist, der sich in eine Frau eines Imbisses verliebt und der Imbiss ist glaube ich auch in diesen Chongqing Mansions. Und da wird es nochmal ein bisschen absurdere Sachen und da spielt der Teil spielt auch nochmal in so einem Apartment und das ist ganz spannend, weil die beiden Handlungsstränge sind so ein bisschen so ein Gegensatz zueinander, weil der erste Handlungsstrang spielt eigentlich ganz dazu bei Nacht und es ist ja dunkel, während der zweite viel in so einem hellen Milieu quasi passiert. Die Geschichten sind an sich alle recht simpel und recht simpel auch erzählt und haben jetzt auch jetzt nicht so einen riesigen Anspruch, was zu zeigen, sondern es ist eher die sehr spezielle und revolutionäre Kameraführung und Schnitte, die das Ganze so besonders machen, weil es wird hier durchgehend eigentlich mit einer sehr, sehr, sehr wackeligen Handcam gearbeitet und so hat man dann, wenn man zum Beispiel in diesem Chongqing Mansions ist, hat man dann super viele schnelle Schnitte, wackelige Bilder und dann die Lichter sind alle nur so, die schießen nur in die Kamera rein und dann teilweise wird das Ganze plötzlich kaleidoskopartig und es ist dann wirklich so ein Sog einfach, in den man reingezogen wird und so eine sehr spezielle Stimmung und im Endeffekt wird eine sehr melancholische Geschichte erzählt in beiden Handlungssträngen und was hier ganz interessant ist, ist halt erstens, ist es sehr revolutionär einfach ist so, wie das Ganze gefilmt worden ist. Und ich habe ja auch gerade von ein bisschen dieser Amerikanisierung gesprochen. Das sieht man in dem Film sehr stark an dem auch, was konsumiert wird quasi. Man hat dann sehr viel, zum Beispiel da gibt es eine Szene in einem Apartmentraum und das ist voll mit Müll. Und das sind alles so Dosen von so amerikanischen Marken quasi und amerikanisches Bier und der Soundtrack ist hauptsächlich amerikanisch. Da gibt es dann diesen, zum Beispiel einer der Hauptsongs ist dann, dieser All the Leaves Are Brown heißt der, glaube ich. This is All the Leaves Are Brown and the Sky is Gray. Ich weiß nicht, ob ich das sagt. Ich kenne das nur, woher ich den Song tatsächlich kenne. Das ist ein bisschen ein kleiner Exkurs. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Dieses, früher gab es so ein Radioformat von so Lyrics, die man so falsch verstanden hat. Dieses Agathe Bauer. Ja, ja. Und genau, da gab es dieses Anneliese Brown. Und da, das ist der Song. Deswegen, als ich es gehört habe, muss ich immer an Anneliese Brown denken. Genau, kurzer random Exkurs. Genau, und das ist auf jeden Fall sehr spannend. Und das ist halt auch dann, wenn da irgendwie die Leute mal am Essen sind und so, dann sitzen die auch oft in einem McDonald's drin. Und generell ist so das Bild viel von solchen amerikanischen Großkonzernen quasi geprägt. Und ja, das ist ein Film, den ich auf jeden Fall riesig empfehlen kann. Das Spannende ist, dass quasi der Film war eigentlich angedacht, dass es drei Handlungsstränge gibt, aber der Regisseur hat sich dann quasi entschlossen, den dritten Handlungsstrang zu nehmen, auszubauen und daraus nochmal einen ganz eigenen Film zu machen. Und daraus ist dann der Film Fallen Angels entstanden, der mindestens genauso gut ist wie Chongqing Express. Genau, das ist so, würde ich sagen, so Wong Kar-wai hat ja allgemein recht spezielle Filme bisher gemacht. Und das sind so auf jeden Fall die speziellsten, finde ich. Ich glaube, wenn Leute Wong Kar-wai kennen die den dann eher aus dieser Liebestrilogie, die dann aus In the Mood for Love und 2046 und Days of Being Wild besteht, wo die meisten dann wahrscheinlich so In the Mood for Love kennen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so sein beliebtester Film oder den Film, den die meisten Leute noch kennen. Ach, auch so einer, den ich mir gerne vorher nochmal angeguckt hätte, aber auch irgendwie nicht so richtig daran gekommen bin. Ich habe ihn gebraucht gefunden, aber selbst da war die Lieferzeit dann erstmal zu bringen. Aber ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, was du davon erzählst. Auf jeden Fall, das kann ich wahnsinnig empfehlen nur. Die Filme sind auch echt heute auch immer noch sehr, sehr, sehr schwer zugänglich. Mhm. Ich habe mir tatsächlich
einen Großteil der Filme einfach auf DVD geholt, teilweise dann so irgendwie so Frankreich-Importe. Ja. Also mir war nur wichtig, dass die, im Endeffekt war mir einfach wichtig, dass es die dann im Originalton mit englischen Untertiteln geht, damit ich was verstehe. Ja. Genau, das hat dann ganz gut funktioniert und ich habe mir jetzt auch so im Criterion-Channel gibt es die mittlerweile so gut wie alle die Filme. Da habe ich mir dann vor ein paar Wochen auch nochmal Happy Together angeguckt, der auch sehr schön ist. Und ich liebäugle dann irgendwann mal, weil die Criterion Collection hat jetzt tatsächlich auch so ein Komplettwerk quasi rausgebracht von Wong Kar-wai. Das ist dann so ein riesiges Ding mit allen Filmen. Ja. Ist also dementsprechend teuer, aber irgendwann hole ich es mir. Ja, ist wirklich schade, dass es immer noch zu sehr Nischensache bei uns ist. Ja, auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen, weil sie ja auch, wie wir jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen haben, ja wirklich filmgeschichtlich relevant oder auch wirklich bedeutsam sind und auch die meisten, vielleicht jetzt nicht vier Stunden Edward Young, aber auch irgendwie doch im Publikum ansprechen können, was jetzt vielleicht nicht unbedingt immer auf dem asiatischen Filmtrip ist oder so. Nein. Ja, aber es wundert mich halt immer, dass auch wenn ich mal, ich suche zum Beispiel die ganze Zeit schon, das hat jetzt nichts damit, also dann habe ich jetzt aufgeführt, aber Versus, die Ultimate Edition, weil die bei uns in Deutschland einfach unbezahlbar ist. Mhm. Und dann guckst du und dann sagst du, ja, Frankreich-Import. Mhm. Ja. Aber Frankreich ist da einfach führender. Ja? Die haben da eine größere Auswahl. Das ist richtig, ja. Also allgemein natürlich Amerika ist so das Größte, so da guckst du echt. Ja, aber da hast du ja dann wieder das Problem, also gerade wenn es bei DVD, da brauchst du ja mit dem Ländercode, musst du da ja aufpassen. Ja, also ja, das stimmt. Ich meine auch eher quasi, wenn man in Amerika lebt, quasi. Ach so, ja. Da hast du ja wirklich, das ist ja Schlaraffenland, auch allein schon was Streamingdienste angeht. So, ich meine, du kannst jetzt über ein paar Tricks kommst du auch an viele der Streamingdienste ran, aber trotzdem, wenn du in Amerika lebst, kannst du ohne Probleme. Kommst du an so viele alte Filme ran, so. Ja. Hat allein schon durch den Criterion-Channel zum Beispiel, das ist schon wirklich genial, oder halt auch deren Collections kommst du ohne Probleme ran. In Deutschland gibt es ja nur so eine ausgewählte Reihe an Filmen, die du hier mit richtigen Ländercodes sehen kannst. Ja, genau. Und dann muss man irgendwie, entweder muss man sich dann externes Blu-ray-Laufwerk holen, damit man das dann auf Amerika umstellen kann, oder man muss sich halt so ein gecrackten Blu-ray-Player für 200 Euro holen oder so, der dann alle Ländercodes drin hat, so. Aber das sind halt auch schon wieder mit Umkosten verbunden. Das ist echt schade. Ich würde sagen, wir ballern noch ein letztes Mal. Okay. Sind schon gut in der Zeit, aber ich denke, eine Runde kriegen wir noch hin. Yes. Okay. Dann wollt ihr Hardboiled. So. Wollen wir. Okay, nochmal zur Erinnerung. The Killer, 150 Tote. Jetzt hätten wir Hardboiled, auch von 1992, hat eine Laufzeit von 128 Minuten rum. Hier sind wir schon bei 307 Tote. Boah. Und zwar einen kurzen Überblick. Hätten wir hier wieder den guten Chow Yun-Fat als Inspektor Yin, besser bekannt als Tequila, und den guten Tony Leung Chiu Wai, der auch in ziemlich vielen Wu-Sachen auch mitgespielt hat und auch in anderen Sachen, in Komödien und sonst irgendwo, ja, in Asien auch ein Superstar. Gut, kurz zur Inhaltsangabe. Der Inspektor Tequila ist einem Waffenschiebering auf den Fersen. Bei einer Schießerei im Teehaus stirbt ein guter Freund. Tequila will den Boss Johnny Wong aufhalten. Doch Alan, ein Soldat und Auftragsmörder, spielt ein gefährliches Doppelspiel. Hier hat Wu wirklich alles perfektioniert, was bei Killer vielleicht, wo man noch gedacht hat, da könnte man noch was verbessern. Also es gibt mehr Tod, es gibt mehr Explosion. Der hat auch 4,5 Millionen Dollar gekostet. Es gibt mehr Schießereien, es gibt von allem mehr. Allein der Showdown geht 40 Minuten. Das heißt 40 Minuten exzessive Gewalt. Weil es wurde ihm ja die ganze Zeit angekreidet, dass er ja die Triaden so ein bisschen glorifiziert. Da hat er sich gedacht, hey, weißt du was, bei Hardboiled glorifizieren wir mal die Polizisten. Ja, aber ich muss sagen, also allein schon der Anfang, diese Schießerei im Teehaus, die wirklich absolut grandios gefilmt ist, da fließt der Lebenssaft. Es wird auch keine Rücksicht genommen. Ich meine, da rennen ein Haufen Leute rum, die damit überhaupt nichts zu tun haben. Egal, wenn zwischendrin ein Gangster ist, wir ballern drauf.
also es wird wirklich absolut rücksichtslos umgegangen. Es wird mit der Symbolik wieder ein bisschen nach unten gefahren. Die Tauben dürfen natürlich nicht fehlen. Aber es wurde schon mehr, ja, es wurde schon ein bisschen angepasst ans westliche, an die westlichen Sehgewohnheiten. Overacting hast du bis auf, na doch, ein, zwei Sachen hast du kaum. Mit The Killer, die beiden sind bei mir wirklich auf einer Linie. Besser geht's nicht. Er hat auch viel Motorräder jetzt mit reingenommen, die dann bei einem Schuss explodieren. Und natürlich explodiert, auch wenn man mit einer kleinen Pistole auf einen schießt, gibt's ein riesiges Einschussloch. Und ja, aber es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß zuzusehen, wie Tequila zum Beispiel diesen, es gibt einen Treppenaufgang zum Teehaus. Er rennt dem einen noch hinterher und lehnt sich an die, lehnt sich an diesen Treppenaufgang, rutscht dann da runter und schießt mit beiden Händen, pap, 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 dem Typ einfach mal die gnadenlos in den Rücken. Und das wurde auch noch perfektioniert. Also es gibt immer wieder so kleine Shootouts, wo er sich dann auf irgendwelche kleinen Rollen legt und sich dann mal durch die Gangsterreihen mäht. Auch die Erstürmung des Lagerhauses gehört zum absoluten Lieblings. Ich freue mich da jedes Mal drauf, wenn ich denke, jetzt geht er, jetzt geht. Allein schon, dass er bewaffnet gegen, ich weiß nicht, wie viel, das locker 30, 50 würde ich sagen, sind es, dagegen 50 Leute agiert und nicht wirklich einen Treffer abkriegt. Aber es ist halt ein schön gemachtes Actionballett. Und ja, es war auch das letzte Mal, dass, also nach diesem Meisterwerk ging Wu dann auch nach Amerika und hat Chow Yun-Fat auch mitgenommen. Ah, und ja. Da hat er dann wahrscheinlich den einen Film gemacht, den ich von ihm gesehen habe. Welchen? Mission Impossible 2, oder? Ja, der kam als nächstes, ja. Aber da ist dann halt auch das Problem, also Wu ist rüber und hat gedacht, er kann da einfach die Sau rauslassen. Es ist so, weil sie ihn ja auch ultimativ gehypt haben. Wurde aber schnell eines Besseren belehrt, dass die Studios da nicht so arg auf Wu-mäßige Gewaltexzesse Bock haben. Wesentlich schneller amerikanisiert worden, oder? Ja, er hat sich am Anfang noch, also er hat sich relativ gut gewehrt, habe ich gelesen, dass er halt auch gesagt hat, ja, das geht nicht, ja. Also bei Face Off mit Travolta und mit Nicolas Cage, der ja auch von ihm ist. Ach ja. Der ist der von der Story her absolut super. Er hat es ja auch so weit, also was weiß nicht, ob das stimmt, aber es stand zumindest so in der Biografie drin, dass er das dann halt auch so weit ausgebaut hat mit diesem Gesichtertauschen und dann kommt halt dieser Standoff, wenn beide sich Rücken an Rücken gegenüberstehen und da noch ein Spiegel ist und jeder dann nach diesem Gesichtertausch, also Identitätstausch eigentlich, jetzt dann auch wirklich das gegnerische Bild wirklich im Fokus hat. Das hat er zum Beispiel ausgebaut, aber er hat auch gesagt, also A, hätte er gern, dass mehr Polizisten beim Showdown draufgehen. Und er wollte es halt deutlich brutaler. Er ist halt dieses Bloodpack-Ding gewöhnt gewesen. Und ja, dann haben wir halt immer nur mal so einen kastrierten Wu gesehen. Auch so die restlichen. Also Mission Impossible 2, die erste Stunde sehr anstrengend, die zweite Stunde finde ich okay, aber das sind halt auch Sachen mit diesem Motorradkampf. Also ich war im Kino gesessen und habe wirklich gelacht und habe gedacht, okay, gut, nee, das funktioniert bei uns einfach nicht. Auch wenn ich mag Cruise und so, der hat seine Sache auch gut gemacht, könnte auch super Actionheld, aber dieser Motorradkampf, das war einfach an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Das muss ich wirklich sagen. Ja, Mission Impossible war noch erfolgreich. Die darauffolgenden Hard Target mit Van Damme. Da musste er auch ordentlich federn lassen. Was auch sehr, sehr schade ist. Da gibt es nämlich auch eine deutlich bessere Fassung als die, wo erhältlich sind und natürlich auch wieder Index. Ja, jedenfalls ist er zurück, glaube ich, auch wieder nach China oder ob es nur für Dreharbeiten war und hat gesagt, er möchte jetzt auch noch irgendwelche Remakes und irgendwelche anderen Sachen machen. Ob was dabei rumkommt, weiß ich nicht. Ich hoffe es. Aber die alten Klassiker kann man sich immer wieder angucken. Ja, und die Einflüsse, die er halt gehabt hat, das sieht man dann halt auch. Vorher war es gerne mal nur mehr mit einer Waffe und piu, piu, piu. Diesmal mit zwei Waffen, Zeitlupensprünge. Die andere Symbolik wurde nicht groß übernommen, aber ja, er hat halt auch diese Grauzone, was ich auch schon gesagt habe, das erste Mal wirklich
als Zentrum eines Films genommen und gezeigt, auch Killer haben Herz und Tränen. Hm. Ja, nee, das war's eigentlich. Also, natürlich könnte man das noch viel ausführlicher machen, aber das würde auch diesen Rahmen, denke ich, sprengen. Man bleiben wir so weit. Also mit Wu wären wir fertig. Außer ihr wollt noch was wissen. Wenn ja, Paul? Ich vielleicht irgendwann mal dazukomme an irgendwie irgendwas, dann komme ich eventuell nochmal mit Rückfragen auf dich zurück. Ja. Das ja, kannst das du gerne tun. Mal sehen. Ich habe mir es gerade eben noch zusammengerechnet, wir hätten in allein drei Filmen 510 Tote. Boah. Nicht schlecht. Das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Gut. Kommen wir nochmal zum bisschen Kontrastprogramm. Zu dem Film Still Life. Und jetzt kommen wir so langsam in moderne Gefilde. Ein Film, der jetzt auch schon 15 Jahre alt ist, aber irgendwie klingt 2006 beziehungsweise 2007, wo er bei uns dann gekommen ist, noch irgendwie neuer. Der Film ist von Jia Zhangge, der ja schon, also auch mit Filmen wie zum Beispiel A Touch of Sin oder Asche ist reines Weiß oder auch mit seinem, glaube ich, Debüt Pickpocket, sich einen Namen machen konnte. Und okay, die Handlung, die spielt in Fengye. Das ist eine Stadt am Drei-Schluchten-Damm, beziehungsweise der Drei-Schluchten-Talsperre. Sagt euch das was? Tatsächlich nicht. Nee. Mir hat zuvor auch nichts gesagt, deswegen kurz ein paar Fakten zum Drei-Schluchten-Damm. Dieser See ist über 1000 Quadratkilometer groß, der wurde schon viele Jahrzehnte lang geplant und bis dann der Bau in den frühen 90ern beschlossen wurde. Das ganze Vorhaben sollte zum Beispiel positive Aspekte für Hochwasserregulierung, die Stromgewinnung und die Schifffahrt bringen, hat aber dann neben diesen Dingen eben auch ein paar, neben diesem positiven Ding auch ein paar negative Auswirkungen. Zum Beispiel mussten weit über 1 Million Menschen und über 100 Städte umgesiedelt werden. Es gibt ökologische Auswirkungen in Tierarten, die dort ohnehin schon bedroht sind. Die wird es dadurch nicht leichter gemacht oder auch historische Städte werden zerstört. Und genau dieser Film beschäftigt sich quasi mit so ein bisschen den Folgen davon, denn erzählt werden im Grunde zwei Geschichten. Einmal ein Mann, der nach vielen Jahren in die Stadt zurückkommt, seine Heimat quasi überschwemmt ist. Und er sich auf die Suche nach seiner Frau und seiner Tochter macht. Und auf der anderen Seite haben wir die Geschichte einer Frau, die ebenfalls in das Städtchen kommt und dort nach ihrem Mann sucht. Zwei Geschichten, die völlig unabhängig voneinander erzählt werden. Erst kümmert man sich etwas länger um den Mann. Nach der Hälfte circa kommt dann auch die Frau zum Zug und zum Schluss bildet der Mann dann nochmal wie so einen Rahmen. Ja. Das ist ein Film, der, ich habe mir überlegt, was könnte ich denn jetzt noch für einen moderneren finden? Eigentlich wollte ich So Long My Son nehmen. Da gibt's aber beim Telestammtisch schon eine Besprechung dazu, weil der ist erst, glaube ich, 2019 rausgekommen. Deswegen, den finde ich nämlich auch sehr gut, aber da könnt ihr gerne in die Besprechung reinhören. Und ich habe mir jetzt den hier rausgepickt von Jian Zhangge, weil ich, wie gesagt, auch ein paar seiner anderen Filme schon echt gut fand und der mir hier auch gut gefallen hat. Ja, das ist so die Atmosphäre. Also wir haben auch wieder was man vielleicht bei Brighter Summer Day hatte, dieses Dokumentarische. Wir haben aber hier ganz, ganz kleine, fantastische Momente, die so leichte Akzente setzen, wo dann plötzlich, wo es so aussieht, als würde so ein Denkmal abheben und also wie so ein UFO von Außerirdischen abheben oder so. Das sind aber wirklich nur ganz kleine Akzente, die dann plötzlich mal was in dieses durchaus Dokumentarische reinstreuen. Ja. Das hört sich nach anstrengenden Zeug an. Aber nicht, als du es gerade eben gesagt hast mit der Umsiedeln, dachte ich, ah jo, klar, nee, ich kann mich da noch dran erinnern. Zwar dunkel, aber stimmt, ja, dass es da mal was gab, wo auch irgendwas überschwemmt worden ist, wo sie gesagt haben, das hätte nicht sein dürfen. Und deine Befürchtungen würde ich, glaube ich, durchaus auch unterstreichen, weil der ist auch sehr langsam. Also es passiert nicht viel, außer das, was ich gerade gesagt habe, dass sie auf der Suche nach ihren jeweiligen Lebenspartnern sind, mit einer jeweils anderen Intention, aber trotzdem, das gleicht sich zumindest. Und ich sag mal, wenn das Hervorstechendste in diesem Film
eine nächtliche Brückenbeleuchtung ist, dann kannst du dir schon denken. Also es ist nicht für jedermann. Es ist ein interessantes Porträt. Mir war es zwischendurch tatsächlich ein bisschen zu lang. Aber trotzdem muss ich sagen, für jemanden, der sich vielleicht für das Thema interessiert, beziehungsweise auch für so gesellschaftliche Folgen von eben diesem Drei-Schluchten-Damm, go for it. Genau, was man auch ja noch immer erwähnen kann, dass der Regisseur einer der größten Regisseure der sechsten Generation ist in der chinesischen Filmgeschichte. So hat man nochmal den Bezug zum Anfang. So hatten wir dann quasi, wir hatten ein bisschen speziellere Sachen. Wir hatten Sachen aus Taiwan, aus Hongkong und dann halt die fünfte und sechste Generation jetzt tiefergehend behandelt auf jeden Fall. Genau. Leider habe ich noch keinen Film von ihm gesehen. Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Ich wollte auch mit Pickpocket, glaube ich, anfangen. Ja, ist auch bei meiner Liste. Genau. Genau. Deswegen, da fange ich dann, der wird sich bald dann angeguckt und dann werde ich, denke ich, auch mal ein paar andere Filme nachholen. Ich gucke heute Abend Kung Fu Hustle. Ach so, siehst du, eigentlich wollte ich auch noch was, weil wir gerade in Richtung Moderne, was habe ich mir überlegt, was von Ang Lee. Aber da habe ich gedacht, vielleicht wurde da auch schon genug drüber, weil sie ja dann doch ein bisschen populärer hier sind. Ja, das stimmt. Wobei ich auch bei Tiger ja, auch meine im Kino gesessen, habe und wollte eigentlich rausgehen. Ja gut, Tiger and Dragon, aber wir hätten, siehst du, was zumindest genreartig, wir haben hier gar nichts so Komödie und so weiter. Und ich glaube, auch mit Lukas' letzten Film wären wir nicht wirklich jetzt zu einer Komödie überstreifen. Aber sowas wie das Hochzeitsbankett oder Eat, Drink, Man, Women hätten wir zumindest von Ang Lee was gehabt, aber egal. Genau, genau. Wir gehen jetzt auf jeden Fall auch wirklich ins Heute quasi. Denn der letzte Film, mit dem wir reden, ist aus dem Jahr 2018. Deswegen sind wir recht modern. Und bevor ich damit anfange... Der auch so ein Mammutwerk. Der ist ja auch sehr lang. Ja. Ist was für Sven hier. Das ist auch ein absoluter Brecher. Der Film, der ist wirklich absolut was für Sven. Das wird dein neuer Lieblingsfilm. Warte mal ab. Genau, bevor ich damit anfange, wollte ich dann noch einmal kurz, wenn wir gerade schon in dieser neuen Zeit sind und komödienmäßig noch wenig haben, würde ich nur gerne einmal den Film The Farewell erwähnen. Ah, ja, stimmt. Genau, der ist ja so eine chinesisch-amerikanische Produktion. Der hat auch dramatische Elemente, aber garantiert auch komödiantische Elemente. Und das ist wirklich ein sehr, 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 sehr schöner Film, finde ich. Ich habe den letztes Jahr noch im Kino sehen können, tatsächlich. Den kann ich nur auf jeden Fall empfehlen. Wer sich dann auch nochmal, weil der sich auch ein bisschen so mit der chinesischen Kultur auseinandersetzt, was immer ganz spannend ist. So, wir haben genug gelacht. genau, der letzte Film, mit dem wir heute reden wollen, ist An Elephant Sitting Still, heißt der Film. Der Film ist vom Regisseur Hubo. Das war sein Erstlingswerk und leider auch sein letzter Film, denn Hubo hat sich noch vor Beendigung des Films das Leben genommen. Genau, man mutmaßt, dass es mit Streitigkeiten zu tun hat, mit der Produktionsfirma, weil der Film ist ein Brecher, der Film geht 4 Stunden und die wollten den Film gerne kürzen und da gab es ein bisschen Unstimmigkeiten und deswegen wird gemutmaßt, dass das einer der Gründe sein könnte, aber darum soll es nicht gehen, auf jeden Fall sehr schauriger Umstand auf jeden Fall, den der Film beiwohnt. Weil der Film ist jetzt auch kein sonderlich glücklicher Film, sondern auch ein sehr kalter Film, sehr bedrückender Film. Ich würde schon gar nicht mehr melancholisch nennen, es ist wirklich schon sehr, sehr düster. Die Story ist quasi so, man hat verschiedene Personen, die man verfolgt, die alle in diesem kleinen Dorf leben und die eigentlich quasi ihr Leben leben, so die leben alle in so wirklich sehr kleinen Wohnungen und Armut ist schon so ein sehr großes Thema, würde ich sagen. Wir begleiten einmal einen Jungen, der ganz normal zur Schule geht, wo da ein paar Probleme beginnen. Der Film beginnt quasi damit, dass er mit seinem Freund da ist und da so ein Mobber unterwegs ist, der Freund von ihm hat quasi sein Handy geklaut und das ist so der erste Konflikt quasi mit dieser Person. Dann haben wir eine zweite Person, das ist so ein etwas älterer, also so ein Mitte 20 wahrscheinlich, so Mitte, Ende 20 kann man den einschätzen, den Herrn. Der ist halt so ein,
so ein Schulabbrecher, glaube ich, der hat jetzt nicht wirklich was erreicht bisher, der lebt eigentlich auch nur in den Tag hinein und der Film beginnt quasi, dass er mit einer Person geschlafen hat, der Mann das herausfindet und sich daraufhin das Leben nimmt, das ist so der Beginn seines Abschnittes. Haben wir noch eine Dame, eine, die in dem Alter von dem Schüler ist, die auch auf die gleiche Schule gehen und die sich auch kennen. Deren Problem ist, dass die gefilmt worden ist, wie sie eine sexuelle Beziehung mit ihrem Lehrer eingegangen ist. Und dann haben wir nochmal einen älteren Mann, der mit seinem Hund einfach durch die Straßen läuft und sein Hund von einem anderen Hund getötet wird. Das sind so die Anfangspunkte der vier Handlungsstränge. Und wie man da schon merkt, ist das alles, haben die jetzt nicht unbedingt alle Glück. Und genau, und der Film ist auch, der Film ist sehr speziell, weil das ist wirklich schwierig und ich kann jeden, das ist ein Film, wo ich jeden verstehen kann, der mit dem Film wirklich zu 0% was anfangen kann, weil der Film ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig langsam. Der Film, es ist wenig Dialog in dem Film, es ist viel, der Film ist eigentlich zu 95% folgt der Film einfach den Protagonisten quasi. Also die ist wirklich, es ist auch sehr dokumentarisch gefilmt quasi, dass einfach die Kamera filmt über deren Schulter oder deren Rücken und wie die dann laufen und die sitzen dann lange irgendwo und dann die Unterhaltungen gehen lange und die Unterhaltungen sind sehr, genau, sehr von Pausen geprägt und es sind viele, viele Close-ups von Gesichtern, also man ist eigentlich durchgehend bei diesen verschiedenen Personen und so dieser Oberpunkt quasi dieses Films ist halt deswegen auch der Titel, An Elephant Sitting Still, dass die Personen, dass das in den News wird, kommt das hier und dort eingestreut und dass die Leute erwähnen, dass in der Stadt Manjuli ein Zirkus ist, wo ein Elefant sitzt, der einfach nichts macht. Der sitzt da einfach und man kann ihn schlagen und der wird und der macht nichts. Der rührt sich nicht, der sagt nichts, der ist einfach da, so. Das ist halt ein bisschen so eine, eher so eine metaphorische Ebene und im Endeffekt dann so ein bisschen so ein Objekt der Begierde, könnte man sagen, weil dann die Leute quasi sich auf den Weg machen, diesen Elefanten sehen zu wollen. Ich will gar nicht genau verraten, so was das jetzt sein soll, weil das ist im Endeffekt recht spannend. Genau, es ist wirklich ein sehr, sehr spezieller Film, was ich ganz interessant finde, dass halt der Film, dass die so die Color Correction und der Soundtrack ist jetzt nie wirklich richtig fertiggestellt worden. Deswegen hat man von den Farben her ist das wirklich ein super kalter und sehr nüchterner Film. So, also es ist wirklich alles sehr blaulastig und sehr, also es ist kein kranker Blaustich, aber es ist alles eher so ein bisschen bläulich, gräulich und die Musik ist jetzt auch nicht so krass eingängig, sondern es ist eine sehr wirklich Hintergrundmusik. So, die ist halt sehr, sehr simpel. Aber dafür dann trotzdem effektiv auf ihre Weise, weil sie einfach diese sehr aussichtslose und kalte Welt einfach so begleitet. Schon, man könnte schon sagen, dass es ein eher deprimierender Film ist. Ich muss aber sagen, dass als ich ihn mir angeguckt habe, ich habe ihn mir vor 2 Monaten, glaube ich, angeschaut. Ich weiß nicht, was es war, aber ich war irgendwie sehr magisch angezogen von diesem Film. Also ich habe diese 4 Stunden wirklich einfach irgendwie in mich aufgesaugt und einfach mich bin einfach dadurch quasi, ich saß einfach vor meinem Bildschirm und der Film ist passiert und hat sich irgendwie mein Gehirn gebrannt. So, es war auf jeden Fall eine sehr spezielle, aber auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Und er hält aber auch über diese ganzen 4 Stunden so eher die deprimierende Grundstimmung oder so? Also würdest du sagen, der Film könnte manche Zuschauer so eher erdrücken? Ja, garantiert. Also der Film ist jetzt so, das ist wirklich ein Film, der bleibt bei dieser Stimmung eigentlich. Es wird nicht besser eigentlich. Es bleibt immer, dieser Film hat halt seine Handlungspunkte und so seine erzählerischen Höhepunkte, die sind da, aber die sind sehr speziell. So, das funktioniert zum, es funktioniert so alles so ein bisschen eigen, könnte man sagen. Genau, und aber der Film ist an sich aber auch sehr gut angekommen tatsächlich. Also der hat eine sehr, die Leute, die ihn gesehen haben, also das so bei den Kritikern und so, kommt der sehr gut an, der Film tatsächlich. Und hat auch von sehr namhaften Regisseuren viel Lob bekommen. Darunter zum Beispiel Ang Lee, wie wir schon gerade erwähnt haben. Aber auch zum Beispiel Bela Tarr. Ich weiß nicht, ob euch diese Person das sagt. Ja,
Genau, ja. Es wundert mich nicht, dass ihm der Film gefällt, weil der Herr mag ja lange Filme. Oh ja, ne? Sein hier, Satan-Tango, genau. Ja, genau, den muss ich. Das ist ein Film, den würde ich gern sehen, aber ich weiß nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist, um sich in 7,5 Stunden einen Film anzuschauen. Ach Gott. Ich hab's letztes Jahr nicht zu Weihnachten, aber um die Weihnachtszeit rum habe ich mich da mal hingesetzt und der ist auf jeden Fall, ja. Ja, das wird auch so ein Film sein, den werde ich so episodenhaft wahrscheinlich über 2 Tage verteilt gucken müssen. Bietet sich auch an. Auch so aufgeteilt, dass ein episodenhaft, weil ich meine 7 Stunden 12, ist schon. Also es sind 12 Kapitel und ich kann dir gleich noch sagen, Sven, der besteht nur aus 150 Einstellungen. Ach du. Boah. Ja. Nee, dafür habe ich kein Faible. Ich mag lange Filme. Herr der Ringe und so meinetwegen, alles gut, aber... Aber, oh nee, eine Charakterstudie 7 Stunden lang oder irgendwelche deprimierenden Leute oder irgendwelche 4 Stunden lang, das, ach Gott, nee, das ist nicht mein Fall. Wie gesagt, das ist, genau, gerade jetzt in dem Fall von den Elephant Sitting Still, wie gesagt, das ist wirklich ein Film, ja, kann ich das niemandem böse sein, wenn er sagt, ich konnte mir das nicht zu Ende angucken, das war mir zu bedrückend, das war mir zu langweilig, so. Da habe ich einfach Respekt für. Das ist okay, weil das ist wirklich einfach. Es ist kein einfacher Film, das ist wirklich ein sehr schon schwer zugänglicher Film, auf jeden Fall. Uff, da haben wir jetzt ja nochmal zum Ende hin. Wir auf einer sehr netten Note hier. Ja, würde ich sagen, wir haben auf jeden Fall alle drei haben uns gut ergänzt. Also wir haben hier eine tolle Mischung aus vielen verschiedenen Genren und auch Regisseuren hinbekommen. Ja, sehe ich genauso. Und natürlich hoffe ich dann auch, dass für die Zuschauer da einige neue Sachen dabei waren und auch vielleicht neue Einblicke und dass wir vielleicht euch sogar die ein oder andere nützliche Information mitgeben konnten. Genau. Ich weiß nicht, wollen wir schon anteasern, was vielleicht die nächsten Ausgaben kommen könnte? Oder wollen wir es... Warum nicht? Also... Es wird auf jeden Fall, wir werden auf jeden Fall hier und dort Asien nochmal besuchen gehen. Ja. Aber auch Europa wird auf jeden Fall nicht hinten angestellt. Genau. Es sind jetzt erstmal so 5 Episoden quasi angedacht und aber wir haben auf jeden Fall auch im Gedanken, dass man einige Länder auch doppelt oder so verwenden könnte, weil es ja wirklich manche Länder wirklich eine sehr breite und große und durchgehend interessante Geschichte eigentlich haben. Ja. Actionfilme gibt's auch überall bestimmt für Sven. Eben. Ja, wenn, also ja, Korea, Südkorea, Korea wäre ich noch dabei, da hätte ich noch ein paar. Vielleicht Frankreich. Oh ja, Frankreich. Oh, die haben krasse Sachen auf dem Start gehabt. Oder die haben krasse Sachen am Start gehabt. Ja, mal gucken. Ja, ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Genau. Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare oder entweder bei YouTube oder so, wenn ihr noch chinesische Filme, welche ihr von denen vielleicht gesehen habt oder was eure Highlights aus diesem Land sind. Und genau, ihr könnt uns auch gerne bewerten und mal ein bisschen Feedback lassen, was ihr von diesem ganzen Weltreisen-Casting vielleicht haltet. Und genau, dann können wir das vielleicht mit einbauen. Ja. Genau, Kritik und Ideen und wie ihr das Ganze hier findet, ist immer gern gesehen. Wie immer danken wir fürs Zuhören und ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir uns wieder hören und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau in deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder eine der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!